Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite heute mit Seite 262. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen und dass Jesus unser Ruheort ist und dass du uns echten Frieden und echte Ruhe schenkst, dass wir direkt zum himmlischen Heiligtum beten dürfen. Und dass du Hilfe von dort sendest. Herr, wir brauchen deinen Geist in unserem Leben und um dein Wort zu verstehen. Und darum bitten wir dich, dass du jetzt zu uns sprichst im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Josua Kapitel 18. Und es geht um die Aufteilung des restlichen. Landes, nachdem das Ostjordanland ja schon unter Mose vergeben worden war und nun der Stamm Juda und die beiden Stämme Josefs, also Manasse und Ephraim, bereits große Bereiche bekommen haben, geht es jetzt darum, wie die anderen restlichen sieben Stämme ihr Territorium bekommen. Wir lesen ab Vers 6. Ihr aber sollt eine Aufzeichnung des Landes anfertigen und es in sieben Teile aufteilen und bringt sie zu mir hierher, so will ich euch das Loswerfen hier vor dem Herrn unserem Gott. Die Israeliten sollten ihren Beitrag dazu leisten. Sie sollten Kundschafter aussenden, die das ganze Land sozusagen vermessen und einteilen in ungefähr gleich große Gebiete. Gott möchte mit uns zusammenarbeiten und es ist nichts dagegen einzuwenden. Ja, es ist Gottes Wille, dass wir sehr genaue Pläne machen und uns genaue Gedanken machen und auch dann wird er uns immer noch nach seinem Plan führen, wie hier als die Israeliten dann durch das Los ihre einzelnen äh, Gebiete bekamen, denn die Leviten haben keinen Teil in eurer Mitte, sondern das Priestertum des Herrn ist ihr Erbteil. Gad aber und Ruben und der halbe Stamm Manasse haben ihr Erbteil jenseits des Jordan gegen Osten empfangen, das ihnen Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hat. Da machten sich die Männer auf und gingen hin und Joser gebot ihnen, als sie hingingen, um das Land aufzuzeichnen und sprach: Geht hin und durchwandert das Land und zeichnet es auf und kommt wieder zu mir so will ich euch hier in Silo das loswerfen vor dem Herrn sie sollten ihre pläne machen aber die entscheidung sollte gott fällen die entscheidung wo sie leben sollten wo jeder stamm hingesetzt werden würde diese entscheidung sollte im heiligtum entstehen oder geschehen der ort wo entschieden wird, wo wir persönlich unseren Lebensmittelpunkt haben, wo wir hingesetzt werden, eben wer Gott ist, ist das himmlische Heiligtum. Wir sollten unsere Pläne machen. Wir sollten klug überlegen. Wir sollten nicht einfach in den Tag hineinleben. Wir sollten unsere Pläne sehr genau machen und sie dann Gott vorlegen, ausbreiten vor dem himmlischen Heiligtum, damit Gott uns konkret zeigt, wo er uns haben möchte. So gingen. Diese Männer hin und durchzogen das Land und zeichneten es in einer Buchrolle auf nach den Städten in sieben Teilen. Und sie kamen zu Josua in das Lager nach Silo zurück. Da warf ihnen Josua das Los in Silo vor dem Herrn. Und Josua teilte dort das Land aus unter die Söhne Israels, jedem sein Teil. Und das Los fiel für den Stamm der Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern. Und das Gebiet, das ihnen durchs Los zufiel, kam zwischen die Söhne Judas und die Söhne Josefs zu liegen, also zwischen Juda im Süden und zwischen Ephraim und Manasse <laughs> weiter nördlich. Und ihre nördliche Grenze beginnt am Jordan und zieht sich über den Bergrücken nördlich von Jericho und über das Bergland westwärts <laughs> und endet gegen die Wüste von Bet-Awen. Und sie geht von dort hinüber nach Luz. Über den Bergrücken südlich von Luz, das ist Bethel, das ist der Ort, an dem Jakob die Himmelsleiter gesehen hat, die Himmelstreppe. In 1. Mose 28. Und die Grenze kommt hinab nach Atarot Adda, an den Berg, der gegen Süden liegt, an dem unteren Bet Horon. <laughs> Danach zieht sich die Grenze weiter und wendet sich um nach der Westseite südlich von dem Berg, der südwärts vor Bet Horon liegt und endet bei Kirjat Baal, das ist Kirjat Yarim, die Stadt der Söhne Judas. Das ist die westliche Seite. Die Südseite aber beginnt am Ende von Kirjat Yarim. Und die Grenze setzt sich fort gegen Westen bis zur Quelle des Wassers von Und Die Grenze geht hinab bis zum Fuß des Berges, der vor dem Tal des Sohnes Hinnom in der Talebene der Rephaita gegen Norden liegt, und zieht sich durch das Tal Hinnom hinab südlich zum Bergrücken der Jebusiter und kommt hinab nach En-Rogel. Dann verläuft sie Richtung Norden und geht nach En und weiter nach Gelilot, nach der Anhöhe Adumim gegenüber, die das der Anhöhe Adumim gegenüber liegt und Kommt herab zum Stein Bohans des Sohnes Rubens und geht hinüber zu dem Bergrücken gegenüber der nördlichen Arawa und kommt hinab in die Arawa. Und die Grenze geht zum Bergrücken von Bethogla nach Norden und endet an der nördlichen Zunge des Salzmeeres am südlichen Ende des Jordan. Das ist die südliche Grenze. Aber der Jordan begrenzt es auf der Seite gegen Osten. Das ist das Erbteil der Söhne Benjamins und seine Grenzen ringsum nach ihren Geschlechtern. Die Städte aber des Stammes der Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern sind diese: Jericho, Bethogla, Emek, Kesis, Bet Arawa, Semaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kepha, Ammoni, Ofni und Geber. Das sind zwölf Städte und ihre Dörfer: Gibion, Rama, Beerot, Mitzbe, Kephira, Mosa, Rekem, Jirpeel, Tarala, Sela, Elef und Jebusi, das ist Jerusalem, Gebeat und Kirjat. Das sind 14 Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil der Söhne Benjamin's nach ihren Geschlechtern. Auch hier kann man ungefähr die Größe der Städte überschlagen und man kommt hier mit den Zahlen aus der ähm, Volkszählung aus 4. Mose auf etwa 5.800, vielleicht 5.900 Einwohner pro Stadt, wenn man die Dörfer dann noch dazu zählt. Danach fiel das zweite Los auf Simeon für den Stamm der Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern und ihr Erbteil befand sich inmitten des Erbteils der Söhne Judas. Und ihnen wurde als ihr Erbbesitz zuteil Beersheba, Sheba, Molada. Lass uns gemeinsam beten. Herr, du allein weißt, wo wir der größte Segen sein können. Du allein weißt, wo du uns vorgesehen hast, wo unser Platz ist, auf dieser Welt, in deinem Werk, in welcher Hinsicht auch immer. Und Herr, wir möchten klug und weise planen, aber alle unsere Pläne dir vorlegen, damit du im himmlischen Heiligtum entscheiden kannst. Herr, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.